Hey Leute, hier sind wir jetzt in der neuen Woche von der Sendepause Nightwave und wie jede Woche gibt es ein kleines Video, wie ihr möglichst einfach und schnell die ganzen Aufgaben macht. Gut, fangen wir mal an. Töte 150 Gegner durch Giftschaden. Na, da würde ich einfach Gift in irgendeine Waffe reinmodden, in eine Mission reinflitzen oder ich sag's mal so, das macht ihr einfach nebenbei, indem ihr damit der Waffe Gegner tötet oder ihr nehmt einen Frame, der Giftschaden macht. Oder ihr nehmt zum Beispiel Mesa, Regulatoren, einfach pures Gift rein und fertig. Und falls ihr die 150 Gegner nicht einfach in einer normalen Mission töten wollt, ich meine, ihr spielt eh normale Missionen, also die Kills laufen nebenbei, könntet ihr auch einfach ins normale Sanctuary-Ansturm gehen und da schnell die Kills machen. Tötet 10 Gegner mit Todesstößen, da gibt es eigentlich nichts, was ich euch groß sagen kann. Außer, wenn ihr es möglichst einfach haben wollt, nehmt ihr euch Ash. Macht das Teleport-Augment rein und teleportiert die ganzen Gegner an und tötet sie damit mit einem Finisher. Markiert 5 Mods oder Ressourcen. Selbsterklärend, markieren ist, glaube ich, auf G standardmäßig. Das heißt, ihr müsst einen Mod oder eine Ressource anschauen, auf G drücken, fertig. Ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn das drin ist. Nicht, weil ich das gut finde an sich, weil es ist ziemlich nervig, dass man andauernd jetzt die ganzen Ressourcen-Pings und so bekommt mit Randoms. Aber gerade Spieler, die neu sind, lernen so, dass man Sachen markieren kann und wie man markiert. Zumindest wenn sie die Nightwave sehen und nicht wussten, dass man markieren kann, setzen sie sich hier damit auseinander und lernen dann zu markieren. Das bedeutet, irgendwann werden sie auch Sachen markieren, die andere Spieler gebrauchen können. Von daher, gutes Training und für alle, die schon länger dabei sind, gibt es innerhalb von einer Minute 1000 Standing. Minute ist übertrieben, das geht ganz flott. Bände 9 Invasionen eines beliebigen Typs. Naja, da würde ich die befallenen Outbreaks machen, weil die gelten auch als Invasion. Und da würde ich euch empfehlen, macht die Vorrit-Manifestation. Ich kann gerade mal nachschauen, ob eine da ist. Das wäre hier die Faust. Dann gehen wir auf befallenen Ausbruch und passiert nichts. Okay. Gut. Jetzt aber. Das heißt, wir schauen nach der Faust. Hier hätten wir eine Verteidigung als... Hier hätten wir eine Auslöschung. Das geht schön schnell. Wo ist das Boss-Level? Das Boss-Level wäre Marrow gewesen. Haben wir leider nicht. Das heißt, wir haben gerade keine Vorrit-Manifestation. Das ist nämlich der befallenen Boss, der auch am schnellsten geht. Da dauert eine Mission unter einer Minute. Aber ihr könnt entweder warten oder die anderen Missionen machen, die schnell gehen. Ich würde nicht empfehlen, irgendwas zu machen, was lange dauert. Ist die Zeit einfach nicht wert, aber so schnelle Dinger, haut durch. Töte 30 Eximus-Gegner, da würde ich euch empfehlen, einfach das Spiel zu spielen. Ihr habt eine Woche Zeit für 30 Gegner. Ansonsten geht ihr in den Ansturm, macht da ein paar Kills und mit ein bisschen Glück habt ihr nach einer Runde Ansturm die 30 Kills. Gerade im Elite-Modus. Fange 6 seltene Servofische im Orbistal, also auf Venus in den Plains, also Fortuna. Und da zeige ich euch gleich die beste Stelle dafür, meiner Meinung nach. Beende 3 Rettungsmissionen. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, die interessant sind. Zum einen könnt ihr Relikte aufmachen. Da schaut ihr dann halt, ob irgendwo Rettung ist. Zum Beispiel hier gerade bei Mesover Rettung. Oder da wir jetzt das neue Lichtsystem haben, also mit dem Licht hier, könnt ihr natürlich schauen, wo der gerade ist. Bei mir wäre er jetzt nur auf Venus, weil ich den noch nicht gemacht habe. Und da könnt ihr jetzt schauen, ob irgendwo eine Rettung ist. Und dann die halt machen, weil ihr müsst eh diese Mission machen. Bei mir wäre es jetzt hier linear. Und dann könnte ich das auch dadurch machen. Wo waren wir stehen geblieben? Beende 3 Albtraummissionen eines beliebigen Typs. Um Albtraummissionen freizuschalten, müsst ihr alle Nodes auf einem Planeten gemacht haben. Und dann sind das halt die Missionen, die hier so rot hinterlegt sind mit dem Symbol da. Auch hier würde ich euch empfehlen, möglichst schnelle Missionen zu machen, wie Attentat oder Auslöschen, Gefangennahme, Befreiung, sowas. Aber achtet drauf, welcher Attentat. Ich würde nicht den Attentat auf Erde machen, einfach weil dieser Bossfight unnötig gestreckt ist. Aber zum Beispiel, wenn ich sowas auf Venus hätte, direkt. Also ihr müsst einfach selbst schauen, was sich da lohnt für euch. Aber ich würde halt möglichst die schnellen und einfachen Missionen machen. Dann hätten wir beende eine Auslöschungsmission gegen Level 30 Gegner oder höher, ohne Alarm auszulösen. Und die Mission ist so geschenkt. Macht euch das Leben nicht schwer, Leute. Macht's euch so einfach, wie es geht. Geht in den Void. Geht auf Oxomoko. Warum?
Mindestlevel, Gegner Level 30. Heißt, ihr könnt schon mal Solo machen und die Gegner sind hoch genug. Zweiter Punkt. Ihr seid im Void. Im Void gibt es keine Alarmterminals. Die Gegner werden nie alarmiert. Ihr könnt hier mit einem Burstframe durchrennen. Ihr könnt mit einem Raketenwerfer rumballern. Die Gegner werden keinen Alarm auslösen. Das heißt, ihr müsst einfach nur die Mission machen und fertig. Es gibt da... Ihr könnt da gar nicht scheitern. Außer ihr sterbt zu oft, aber... Macht ihr das so, ist das Ding hier geschenkt. Und als letztes erreichen einer Verteidigung Mission mindestens Welle 20. Ja, da gehen wir wieder hier auf die Relikte. Schauen nach, ob eine Verteidigung da ist, wie jetzt gerade. Oder wir gehen auf die Schiedsgerichtsmission und warten da auf eine Verteidigung. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr am liebsten macht. Oder man könnte natürlich jetzt noch überlegen... Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Kuba-Missionen aussieht. Auf jeden Fall, ich würde entweder Riss oder Schiedsgericht machen. Das ist halt mein Tipp für euch. Gut, das wäre es gewesen. Ich muss sagen, die Woche hier ist mal sowas von geschenkt. Also da werde sogar ich jetzt mal wieder alle Nightwave-Missionen machen. Und ich habe gesagt, ich will euch noch das Ganze auf Venus zeigen. Das heißt, wir gehen ins Orbistal. Interessant, das Orbistal wurde von meinem Licht jetzt noch nicht befallen. Vielleicht wird da eine Ausnahme gemacht. Also wie gesagt, das hier ist jetzt wirklich simpel. Wir fliegen hier unten hin. Da habe ich mir auch ein kleines Fischsymbol gesetzt. Ich müsste jetzt richtig sein. Ich bin richtig. Da ist der See. Da ist mein Raumschiff. Ihr seht, da sind die Hotspots. Und da würde ich jetzt die Trümozyn. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Trümozyn, glaube ich. Tromizon. Knapp daneben. Auf jeden Fall, die würde ich euch empfehlen, hier zu fangen. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ob wir Kalt- oder Warmphase haben. Ich glaube, das sind Kaltphasenfische. Ja. Lange her, dass ich mal geangelt habe. Und da sind sie schon. Also, sogar zwei Stück. Ewig her, dass ich mal geangelt habe. So, schön jetzt die anderen gestunt. Und ihr seht gerade, wie schnell das geht. Wenn wir treffen würden. Hey, schieß. Was zum... Ja, ich bin mittlerweile ein Angelnoob geworden. Wie gesagt, dass ich mal geangelt habe, ist schon ewig her. Wenn, dann mache ich es nur für die Nightwaves. Einer fehlt noch. Uff, ist das schön. Und wir haben jetzt gebraucht 2 Minuten 10. Ich sag mal, wenn es gut läuft, schaffen wir es 50 bis 120 Sekunden. Ja, gut, das war's schon gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.